Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, gestern hat die Abendroutine nicht so geklappt, dann dachte ich mir, mach ich doch einfach mal eine Morgenroutine. Ja, ich würde sagen, let's go. Tut mir leid, es sieht so schlimm aus, ich bin aber erst gerade aufgestanden. Dann bringe ich auch meine Einkaufsschuhe an. Die geben schön warm. Und die kann man übrigens auch streicheln. Aber das machen so Psychos, so wie ich. Vielleicht seht ihr mich jetzt gar nicht mehr, weil es hier wirklich dunkel ist. So. Erstmal, komm nochmal rein. Sag mal dem Spiegel Hallo. Gut, und jetzt kannst du wieder rübergehen. So. Also, ich werde meine Zähne noch nicht putzen, weil ich noch nicht gefrühstückt habe. Aber was ich immer als erstes mache, eigentlich wenn ich aufstehe, setze ich mich meistens immer auf die Couch und schaue ein bisschen Fernsehen. Danach ziehe ich mich an. Das zeige ich euch jetzt aber nicht. Aber es zeige ich, was ich anziehen werde. Dann werde ich diese Hose anziehen. Die hat zwei Löcher und die kremple ich dann immer noch so ein bisschen hoch. Die aus meiner Klasse, die kennen das. Dann ziehe ich heute mein Einhorn-T-Shirt an. Hier steht drauf, always be yourself, unless you can be a unicorn. Then always be a unicorn. Und dann ziehe ich noch mal eine neue Jacke an, die ich gestern bekommen habe. Die ist von Cionda. Und die ist halt so rot und ich wollte schon immer so eine Jacke und ich finde die voll cool. Und jetzt habe ich sie und ja, die ziehe ich heute dazu an. Mal schauen, vielleicht, wenn es nicht passt, dann ziehe ich sie nicht an. Dann ziehe ich diese Jacke an, die ihr im gestrigen Video bei euch auch schon gesehen habt. Als erstes mache ich meistens den Spiegel hier ganz auf. Damit ich sehen kann, was ich hier hinten für ein Vogelnest habe, dass mir dann dort nicht immer die ganzen Haare rausreißen. Jetzt nehme ich mein Nessissair. Hier drin muss man bürsten und all das ganze Zeug. Und mit meiner Bürste, die andere Haare drin hat, die nicht von mir sind, ist aber auch egal, bürste ich dann meine Haare durch. Und jetzt mache ich auch gleich noch das Fenster hier auf, dass ein bisschen frische Luft reinkommt. Ich mache es nicht ganz auf, weil es draußen regnet und daher, ja, es wäre nicht so cool. So, dann habe ich meine Haare wunderschön gewürzt, jetzt sind die wieder schön. Und ja, danach nehme ich meine Rexona Tropical Deo, der hält 48 Stunden und der riecht extrem lecker halt nach Tropical und den tue ich mir dann immer unten drauf. Also bei den Achseln meine ich. Und der hat halt diesen Rolleffekt, also das ist so ein Roller und den streicht man sich dann halt unter die Achseln. Ja, so sieht der aus. Einmal von hier und einmal von hier. Gut, danach wasche ich mir mein Gesicht. Dazu ziehe ich meine Jacke aus. Und dann mache ich, da kannst du mal ein bisschen näher kommen sonst. Hier steht das Wasser dann immer ungefähr so ein. Und mache das dann gleich kühl. Das ist extrem kalt und das erfrischt einfach das Gesicht und es ist angenehmer. Ich muss wieder ein bisschen zurückgehen. Also ist die Kamera nass. Und dann nehme ich meine Hände so, halte die unter das Wasser und spritze dann das einfach ins Gesicht. Gehe aber mit dem Gesicht aber ein bisschen näher. Hier ist so jetzt auch schon mein Handtuch. Hier mein Gesicht. Aua. Das mache ich dann ungefähr zweimal. Danach nehme ich mein Handtuch, halte das erstmal so unten durch, dass ich alles voll tropfe. Und dann tupfe ich mein Gesicht ab. Niemals reiben, erstens, weil die Tücher sind manchmal nicht so weich. Danach kann es sein, dass dann irgendwie euer ganzes Gesicht nachher rot ist und dann ist es auch nicht mehr so erfrischend. Jetzt tupfe ich dann immer mein Gesicht ab. Und wenn ich das gemacht habe, gehe ich mich dann meistens anziehen.
Ich ziehe mich meistens immer, bevor ich das alles mache, mache ich das dann immer. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit meiner Morgenroutine. Danach gehe ich eigentlich frühstücken, danach gehe ich Zähne putzen, danach ziehe ich mich an. Meistens ziehe ich mich aber davor an, aber heute ist alles ein bisschen anders, weil ich ja ein Video mache. Ja, heute wird aber auch noch ein anderes Video hochkommen, also schaut doch gerne dort auch vorbei. Denn heute werden sehr wahrscheinlich 3 Videos hochkommen, also das hier und noch 2 andere, weil ich die letzten paar Tage nicht so viele Videos gemacht habe. Und jetzt wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!